Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück hier beim Bausimulator. In der letzten Folge haben wir uns ja mit der Planierraupe geplagt, um da oben diese Fläche zu planieren. Jetzt müssen wir hier im Park einen Weg anlegen, wie es aussieht, und den Kies hier verdichten. Ich habe jetzt die Walze schon mal hierher gefahren und jetzt fangen wir einfach mal an hier drüber zu fahren. Gucken wir mal, ob das schon reicht. Oder ob wir da noch irgendwas machen müssen. Wenn wir da irgendwas einschalten müssen, kann das sein. Im Bausimulator 2015 musste man ja noch irgendwie das Verdichten einschalten. Das sehe ich jetzt hier aber nichts. Lenkung, zurücksetzen, Hupe, Licht, ein- aussteigen, Construction View. Können wir mal ins Handbuch schauen, ob da irgendwas steht. Zu verdichten, gerade stabile Bauflächen, Asphaltwalzen. G, die Steuerung. Aktionstaste, Fuhrparkaufträge. Ach so, das ist allgemein. Ah ja, nee, man muss doch die Verdichten-Funktion aktivieren. Das Kontextmenü. Okay. Das klicken wir über F. Jetzt. Jetzt haben wir das Verdichten eingeschaltet. Ja, jetzt läuft's gut. Also, ich wusste doch, da war noch was. Elf Prozent haben wir schon. Mal sehen, ob wir uns hier auch so schwer tun wie mit dem Planieren. Oder ob das besser läuft. Also ein Fan von Walzenmissionen war ich im 15er nicht. Das weiß ich noch. Kranmissionen, Baggermissionen und Betongießmissionen. Das waren meine Lieblingsbeschäftigungen. Da macht er gar nichts. So hat sich das von selber abgeschaltet. Vielleicht hat sich das auf der Fläche da abgeschaltet. Jetzt scheint es nämlich auch wieder ausgeschaltet zu haben. Ne, jetzt war es an. Manchmal ein bisschen strange. Immerhin 60%. Jetzt müssen wir ja gucken, dass wir ja auch alles sehen, wie hinter den Bäumen versteckt sind. Bin mal gespannt, jetzt ist ja hier Herbst, ob dann vielleicht bald Winter ist. Müsste ja eigentlich dann bald soweit sein. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Wir haben schon 91%. Das läuft besser als das Planieren. Das bin
ich ein bisschen daneben, aber ich glaube... Okay, super, ich habe es geschafft. Ich habe ein Ziel für die aktuelle Ausbaustufe erreicht. So, für die neue Begrünung muss etwas Erde ausgehoben werden. Der Baggerlader, den du schon kennengelernt hast, sollte für diese Aufgabe gut geeignet sein. Dann geben wir erstmal die Bauwalze, die Erdbauwalze zurück. Aha. Ich muss erst aussteigen. So, jetzt. Jetzt ist er zurückgegeben. Naja, aber hier muss ich natürlich auch einsteigen in das Ding. Was passiert jetzt? Muss ich ja erstmal gucken. Parkanlage, Markierung setzen. G. Nö, hier will ich doch hin. So. Das ist nicht weit offensichtlich. Ach stimmt, ich habe ja vorhin beim letzten Mal aus irgendwelchen Gründen diesen Baggerlader. Zum Fahrzeughändler gesetzt. Deswegen war er jetzt dort. Licht sollte man vielleicht auch mal anmachen, wenn wir in der Nacht rumfahren. So, jetzt ist 1 Uhr nachts. Ergo, es ist ein neuer Tag angebrochen. Aber ich sehe jetzt noch nicht, dass ich hier an optisch irgendwas geändert hätte. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie wir mit dem Ding baggern können. Kurven wir mal hier ran. Ach, diese Steuerung immer. Zeitverzögerte Steuerung. Also wenn man die Taste nur ganz kurz drückt, fährt er gar nicht. So, okay. Gut, jetzt ist er abgestützt. Jetzt gucken wir mal. Also S, W. Warum bewegt sich der andere Arm aber nicht? Weil ich die falsche Taste gedrückt habe, ich dödel. Das Problem sitzt in den allermeisten Fällen zwischen Bildschirm und Stuhllehne. So auch hier. Ich glaube, dass ich ein Stück zu nah rangefahren bin. So, jetzt baggert sie es doch schon ein bisschen besser. Prozent.
Muss bloß aufpassen, dass man mit dem Aushub dann, wenn man den aus der Schaufel rauswirft, nicht wieder seine Baugrube füllt, sonst kommt man nicht voran. Das war gar nichts. Da haben wir gar nichts mitgenommen. Scheinen wir es ja schon gleich zu haben. Ne? Okay. So, dann wechseln wir mal die Position. Fahren an das andere Loch ran, was wir danach ausbuddeln müssen. Jetzt fahren wir vielleicht nicht ganz so weit ran. Also mit der Tab-Taste kann man auch das wechseln. Da brauchen wir nicht erst dieses Funktionsmenü aufrufen, sondern das geht auch mit der Tab-Taste. Boah, jetzt haben wir aber ein riesiges Loch ausgehoben. Alter Schwede. Schmeißen wir jetzt die Erde hin, nicht auf den Weg. Schmeißen wir sie mal hier rüber vor den Wagen. Schwenke ich eigentlich immer in die falsche Richtung. Wieder in die falsche. Reicht noch nicht ganz. So, jetzt ist früher Morgen. In den Häusern, das ist schon gut gemacht. Da gehen jetzt die ersten Lichter da an, jetzt gehen sie auch wieder aus. Vielleicht gehen die Leute jetzt zur Arbeit, so zeitig morgens. Ist ein bisschen arg früh. Da geht wieder Licht an. So, jetzt haben wir den nächsten Abschnitt hier beendet. Prima. Dann klappen wir unseren Bagger wieder zusammen. Und fahren ab. Stellen wir den mal hier an den Rand und wechseln in den Pritschenwagen. Einen Jungbaum, oder zwei Jungbäume besser gesagt, brauchen wir. Die werden wir wohl irgendwo herholen müssen. Wahrscheinlich zur Baumschule oder zum Gartenhandel. Ich habe es jetzt gar nicht richtig mitgekriegt, was da stand in der Anweisung, wo wir jetzt hinfahren müssen. Aber wir werden es gleich sehen, wo uns die weißen Pfeile hier hinleiten. Habe ich jetzt gerade ein Verkehrsvergehen begangen? So, dann haben wir geilen Baustoffhandel, sind wir. Wahrscheinlich muss ich da erst wieder aussteigen und einkaufen gehen. Guck mal hier, geh jetzt betreten. Die Taste lang gedrückt halten. So, jetzt haben wir hier einen Katalog.
Kabeltrommel. Oh ja, hier gibt es ja einiges, ha? Hier gibt es ja echt einiges. Jungbäume, da. Zwei Stück, 1800 Euronen. Dann gehen wir zur Kasse. Ach, das ist ja schön, dass man das direkt aufladen lassen kann. Automatisch beladen. Ja, das machen wir doch glatt. Das ist doch cool. Mensch, das ist ja auch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem 15er. Oh, wenn ich weiß, wie lange ich damals aufgeladen habe manchmal. Um Himmis Willen, um Himmis Willen. Also im 15er war es schon so, dass man... war es die Hälfte der Zeit oder war es noch mehr? Gefühlt war es wahrscheinlich noch mehr, tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz die Hälfte. Aber es war schon viel Zeit, die man damit zugebracht hat, beim Baustoffhändler irgendwelche Paletten aufzuladen. So, eigentlich müsste ich jetzt da hoch, aber wo zeigt es mir denn hier an, wo ich hin soll? Soll ich da hochfahren? Ne, da geht's ja nicht hoch. Jetzt habt ihr mich falsch geleitet, ihr Pfeile. Ich muss doch da hochfahren. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, die Bäume, oder? Irgendwie so. Die flimmern da irgendwie so. Wir fahren gleich so hier in die Mitte rein. Das war gleich beide von einer Position aus einladen können. Also dann gucken wir mal, ob wir die hier schön aufgestellt kriegen. Täuscht manchmal dermaßen optisch. So, dann haben wir die schönen Pflanzgruben. Dann hauen wir die da rein, die Bäumchen. Das schwenkt wieder viel zu schnell. Kein Kran im richtigen Leben schwenkt so schnell wie dieser hier. Das finde ich nicht gut. Also wenn wir einen Simulator haben, sollte der schon einigermaßen realistisch sein. Ich meine, klar, es ist ein Spiel. Ich erwarte da keine 1:1 Umsetzung des Real Life. Das ist auch gar nicht sinnvoll. Aber dass er sich so schnell schwenkt, das finde ich, das geht gar nicht. Und dass man das einfach nur in die Nähe dahin ballern muss. So, jetzt muss ich noch alle Baumaschinen von der Baustelle fahren und dann zu ihm kommen. Zum Hans-Peter. Wo ist er denn, der Freund?
Das soll jetzt der Park sein. Sieht aber auch nicht gerade schön aus, oder? Ich meine, ja. Ich meine, ich habe meine Aufgabe offensichtlich erfüllt. Ich weiß bloß nicht, wo der Typ jetzt eigentlich gerade ist. Steht er wieder irgendwo hier rum und ich sehe ihn nur nicht? Ach ja, da steht er ja. Der ist immer so unscheinbar, der Kerl. Da steht er. Ganz in Blau gewandet. Was gibt's denn hier eigentlich? Gibt's hier Tickets? Cool. Ticketautomaten. Kann man die benutzen? Nee. Wahrscheinlich außer Betrieb, wie das ja häufiger mal vorkommt bei solchen Automaten. Ist aber besser geworden, war früher schlimmer. Ah, guck mal, wie jetzt der Park aussieht. So habe ich ihn aber nicht gebaut. Schade. Das müssen wir uns jetzt mal anschauen, was wir hier gebaut haben. Wir müssen hier auf diesen Karten übrigens auch Sammlerstücke finden. Was auch immer diese Sammlerstücke sind. Sowas hier vielleicht. Ich weiß nicht genau, wie die Sammlerstücke eigentlich aussehen sollen. So ein Haufen aller Steine ist es wahrscheinlich nicht. Was liegt hier? Zeitungspapier. Wir müssen uns also immer mal ein bisschen umschauen, wenn wir irgendwo sind. Ob es da irgendwo was zu finden gibt. Ich bin ja so ein kleiner Jäger und Sammler. Wenn es da was zu suchen gibt, dann will ich da schon auch mal danach schauen. Wo ist denn jetzt unser Park? War der hier? Ja. Also, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, was wir hier gemacht haben, oder? Wir haben zwar eigentlich nicht so viel gemacht. Guck mal hier, so schönes Fachwerk. Städtchen, ne? Prima. Sieht schon nett aus. Litwa-Säule hat es auch hier. You will rock this Friday. Ein Rock-Weekend. Das ist der Weg, den ich hier verdichtet habe mit der Walze. Gepflastert habe ich ihn nicht, das war jemand anders. Hey, das ist aber ein Kinderspielplatz. Da müssen ja nicht die Erwachsenen hier sitzen. Sowas liebe ich. Wenn ich mit meinen Kindern auf den Spielplatz komme, dann hocken irgendwelche Jugendlichen oder Erwachsenen da rum. Und machen auch keine Anstalten, das Weite zu suchen. Ein paar Wipptiere. Da hinten ist noch eine Wippe. Gut, hier ist immerhin noch eine Schaukel frei. Schön. Haben wir die Aufgabe erfüllt? So, was machen wir jetzt? Jobs. Geh und besorge dir einen Job. So, wollen wir eine Garage bauen oder eine Straße machen? Mit der Kampagne kommen wir wahrscheinlich noch nicht weiter, oder? Nee, da kommen wir noch nicht weit. Also machen wir mal Aufträge. Garage bauen, Straße bauen. Was machen wir? Wir bauen eine Garage. Wir bauen eine Garage und nehmen den Auftrag gleich an. Er hat keine Empfehlung. So, da brauchen wir eine Zugmaschine. Wahrscheinlich brauchen wir da so einen Auflieger, hä?
Jetzt wird sie uns aber wahrscheinlich gleich sagen, was wir machen müssen. Als nächstes bauen wir eine neue Garage. Der Carport wurde vom Sturm zerstört. Wir brauchen Wände aus der Fertigwandfabrik. Also wappne dich mit Zugmaschine und Materialauflieger für einen größeren Transport. Dann müssen wir wieder zum Fahrzeughändler gehen. Das ist ja schön, dass das hier auch gleich in der Nähe ist. Tankstelle. Firmengelände. Tankstelle, Tankstelle. Das war doch aber hier auch der Fahrzeughändler, oder? Ja, betreten. So, was brauchen wir? Eine Zugmaschine und ein Materialauflieger. Hieß es. Zugmaschine, Zugmaschine, Zugmaschine. Nehmen wir doch die hier. Ja, das möchte ich. So, und dann brauchen wir noch einen Materialauflieger. Was nehmen wir denn für einen? Mit Seitenwänden oder ohne? Nehmen wir den mit. Wir mieten jetzt erstmal alles. So, dann können wir da einsteigen in die Zugmaschine. Wo ist der Materialauflieger? Da hinten. Mit der Leertaste müssen wir hier ankuppeln. Das ist auch jedes Mal eine andere. War es nicht C? 15er. Weil S ist es Q. Ah, nicht so schnell. So. Angekuppelt. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Die Zeit vergeht immer so schnell, wenn wir hier fleißig arbeiten. Wir fahren jetzt zur Fertigwandfabrik und da holen wir dann wahrscheinlich ein paar Wände ab. Also. Machen wir in der nächsten Folge. Lasst gern einen Daumen da, wenn euch die Folgen gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Und auch sonstige Dinge, Anregungen, Lob, Kritik. Und genau, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.